Schaffhausen, herzlich willkommen in der Gewürznote. Ich habe meine Maske wieder falsch gehabt, Entschuldigung. Ich freue mich sehr, die zwei verrücktesten Schwestern hier zu haben. Sisters, Hair and Beauty, Make-up. Herzlich willkommen. Es heisst eigentlich Sisters, Hair and Beauty, Make-up. Genau. Natalia. Voll miteinander. Barbara. Buon pomeriggio, Schaffhausen. Carmine. Salve miteinander. Auch von meiner Seite, schön, wir sind ja da heute und haben euch die Zeit genommen, um uns heute etwas Klassisches zu zeigen von eurer Heimat. Und ich würde auch mal gerne euch fragen, was ihr heute mitgebracht habt. Also, es ist ein Eintopf aus dem Valtellinatal. Wir sind nicht vom Norden, wir kommen vom Süden, aber das Gericht hat sozusagen die Mutter oder unsere Eltern beim Giro d'Italia in den 90er Jahren entdeckt und hat sich verliebt. Und ja, da hat sie dann uns weitergegeben und das machen wir im Winter mit Leib und Seele und ja, für unsere Kinder, die lieben das. Genau. Obwohl es Gemüse ist. Ja, obwohl es Gemüse ist. Okay. Was haben wir denn da für Gemüse? Also das wäre mal Mangold. Das gibt es auch in einer anderen Version mit einem dünneren Stiel und farbigen Stiel. Leider hat es das jetzt wie nicht mehr gegeben, glaub. Vielleicht ist jetzt einfach die Saison langsam vorbei. Dann habe ich den normalen Mangold genommen. Dann haben wir Salbei, Zwiebeln, Herdöpfel. Und das sind eben die Pizzocchi. Wir machen heute einen Pizzocken-Eintopf. Richtig, genau. Richtig. Und am Schluss tun wir Parmigiano Reggiano oder Grana Chamene. Ja. Tipptopp. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Ja, mit Schnetzeln. Und ihr habt ja auch. Ja. Wo ist denn euer Salon? Ist der in der Stadt oder muss man da ein bisschen weiter raus? Wir sind sozusagen Nachbarn. Wir sind gerade da. Wir sind hier der Kongas, 15. Seit schon über 20 Jahre. Ja, wir lieben die Gas. Wir kommen nicht mehr weg. Genau. Wir bleiben. Und, am 1. Juni 2021 sind wir dann 22. 22 Jahre in dieser Gas. Und ja. Sehr gut. Frieden. Mir kommt jetzt gerade eine Erinnerung auf Natalia. Magst du dich erinnern, 13. Juni 2003, das war ja der Rekordsommer, oder? Oh, ja. An dem Tag habe ich geheiratet und du hast meine Haare gemacht. Ja. Du hast mir... Superlocken, gell? Nein, das war die Zivilhochzeit. Die Superlocken sind dann 3 Wochen später gekommen. Ja, weißt du, es hat eben den Hintergrund, wieso das die Superlocker heissen. Ja, nein. Du hast mir dort mal frische Strähnen gemacht. Ja. Und wir haben 38 Grad Aussentemperatur gehabt. Das war der Rekordsommer. Und du hast geföhnt. Und irgendwann hast du den Föhn angelegt und gesagt: Galach, bring deine Haare nicht trocken. Ja, das ist lange her. Das ist, ja. Ah, das schauen wir mal. Ja. Erzähl mal, nehmen die Bakterien. Weißt du, jetzt ja, ist das Problem, dass wir ja kein Schnupfen haben. Kinder haben ja keine Chance zum Schnupfen. Ja. Kann man bei euch schnupfen? Nein. Nehmen die ja Lehrlinge? Nein. Wir nehmen keine Lehrlinge, wir sind einfach ein zu kleiner Betrieb. Ja. Und, aber wir geben jede Bewerbung, die wir bekommen, geben wir wirklich gute Adressen weiter. Ah, okay. Das ist fair. Lehrling, ja, wirklich können sich weiter bewerben hier in Schaffhausen. Wir haben ja super Coiffeur-Geschäfte, wo Lehrlinge top ausbilden. Und dann geben wir so die Adressen weiter.
Wie ist das jetzt? Die euch hat gerade für sich auch einen Wandel gemacht zu der Zeit, wo ihr war für Lehre gemacht. Wir haben gestern rasch festgestellt, meine zweite Lehre, die ich gemacht habe, die gibt es gar nicht mehr. Also weißt du, in der Form, wie sie kam. Ja. Haben ihr das, merkt ihr auch, oder wissen ihr da Bescheid, oder sind da schon zu lange draußen? Nein, wir kommen jetzt sehr vieles mit über, was jetzt von den Lehrlingen gefragt ist, sozusagen. Musst du in die Kamera schauen, sie schüttelt Gala noch ganz vorne. Ich bin so konzentriert, dass die Herdöpfe geschält sind, weil ich den Garmin habe. Schält sie sich nur den Finger, gell? Nein, aber... Schau mal, die Garmin da steht. Eben, er muss ihm zuschauen. Er muss vielleicht da meine Herdöpfe massakrieren, sozusagen. Nein, überhaupt nicht. Ich bin da nur gespannt, wie er da Gericht vorbereitet. Ich bin auch ein Fan von Handball. Und bei Zucker. Und ich muss sagen, in dieser Kombination habe ich es noch nie gehabt. Und ich schaue euch gut zu, damit ich auch noch was lernen kann. Genau. Du, Angie hat euch jetzt gerade gegrüßt. Oh, schön. Angie, ich habe sie vorne gesehen. Wir haben auch Valeria, die jetzt gerade online ist, und Yvonne Vogelsanger. Hoi, Yvonne! Valeria! Hoi, miteinander! Hoppla! Schickt mir noch ein bisschen Grüße. Daniela Spitz schaut zu und Vanya Baumann-Cimini sind alle live dabei jetzt gerade. Also ihr lacht, was ist eigentlich mal? Ich brauche da eine größere Schüssel, ich mache es jetzt auf zwei, aber das ist gut, das ist gut. Nein, ist gut. Wenn wir zu viel abwäschen, dann haben wir ja nicht gern. Es muss ja rutschig zuckig gehen. Genau. Ist ja nicht so, dass man genau immer auf mich hören muss. Ja, aber kaufst du mir das Messer, Schwester? Fangen wir schon an. Auch da kauft sie mir das Werkzeug. Ja. Das ist unglaublich. Also mit ihr arbeiten, das ist immer so eine Sache. Wie ist es denn beim Schaffen? Genau das Gleiche. Ich bin nur am Zuhören. Und geil, wie hättest du mir nochmal so eine Messer? Wo hast du denn dein Messer? Barbara hat es noch gekauft. Ich glaube mir immer das Zeug. Ja. Wer ist eigentlich die Jünger von euch zwei oder die Eltern? Ja, das ist eine schlechte Frage, finde ich. Ich habe nicht gefragt, wer. Also, ich habe eine Weisse. Also, bist du die Jünger? Ja, ich bin die Jünger. Weil sie dich ärgern. Genau. Das Leben ist schwer, gell? Ja, voilà. Ich bin am Schatten. Buch nicht viel. Bei der Natalia. Aber sie ärgern. Aber. Stimmt nicht. Nein. Wie viel hast du? Ich gebe immer eine größere Schüssel. Ich habe jetzt einfach eine Schiebe. Kannst du nicht mal? Du kannst mir die schon gravieren. Wie machst du das? Soll ich schneiden? Sie nimmt hier ein Herz raus. Das machen im Fall alle Italiener. Das wollte ich schon ein paar Mal sagen, da Live-Sendungen. Die Seele musst du rausnehmen. Wie sonst? Das ist da. Genau. Sind ihr denn, wie sind ihr denn darauf gekommen, um zusammen etwas aufzumachen? Ist das entstanden oder habt ihr das schon geplant? Das ist total spontan. Okay. Spontan entwickelt, ganz einfach. Ich war noch in der Lehre, in Winterthur, im dritten Lehrjahr. Und im Dezember kommt die Schwester und sagt, du, meine Kundin arbeitet in der Immobilie. Und sie hat für uns ein Lokal. Ich so, oh, ja. Ja, okay. Dann
Sie ist lokal für mich. Ich noch denkt, ja, du, ich mache weiter mit Leo, oder? Mach sie fertig. Und eigentlich wäre ich nicht in der Lehre. Also, ich als Coiffeuse bin ich nicht weitergemacht. Irgendwas. Ich weiß nicht mehr, war, oder? Papa, du hast eine Serie geholt. Oh. L'anima. L'anima mia, l'anima mia, butta via. Ja, nichts. Und ich bin. Ich war der Schatten von der Barbara dort mal, weil ich bin unerfahren war. Oder? Und ich habe einfach ja gesagt. Egal. Sind wir zu meinen Eltern, sind wir zu unseren Eltern, sie also, ja, müssen uns helfen, weil wir sind jung und ja. Ich mag mich genau erinnern. Ich war 19 und ja, und mit 20 bin ich dann selbstständig gewesen. Und seitdem sind wir ja zusammen. Ja, und dann auch auf mein Leben ist, mal wieder getrennt, mal wieder zusammengekommen. Aber wir haben uns immer wieder gefunden. Ich sage allen Kunden, das schafft fast keine Geschwister, die Perle so lang zu aushalten wie wir zwei. Und es ist ganz einfach, in diesen Jahren hat einfach der Respekt dominiert, Respekt gewachsen und einfach. Akzeptieren, so wie der Arbeitspartner ist und dann läuft es. Und wenn man halt das Scherm suchen, dann suchst du den Scherm. Dann suchen die, ja. Ich habe immer noch nicht meine Swarovski-Kette gefunden, dass ich sie hier da anbinden kann. Ach, schlimmer. Denke ich auch. Genau. Wir würden uns gerne erweitern. Sie hat ihre Stärke im Salon, ich habe meine Stärke. Und wir ergänzen uns perfekt. Und es gibt nichts Schlimmeres, wenn du bei so einem kreativen Beruf allein schaffst. Ich finde das immer so wichtig, austauschen, du erweiterst dich, du ergänzt dich wirklich. Es ist so wichtig, weil ich habe mal lange allein geschafft und ich bin richtig traurig gewesen mit uns. Ich habe so viel geschafft, aber gleich, ich habe es nicht erreicht. Irgendwie, es hat mir einfach etwas gefällt bei der fachliche Austausch. Sich aufregen auf der Schwester zum Beispiel. Ja, einfach ablassen oder einfach irgendein fachliches Wort. Genau. Obwohl ich die Antwort ja schon weiss. Genau. Einfach wiederkehren, Bestätigung holen. Genau. Einfach, dass man immer ein bisschen am Ball ist und aufgefrischt ist. Genau. Das ist so wichtig. Ja. Da merke ich jetzt auch, dank von Gamin, es ist einfach ein anderes Arbeiten. Du bist, hast einen anderen Input. Ja. Und lernst auch. Und irgendwie gerne ergänzt sich einfach. Ja, dann passt. Ja. Schon, gell? Ja, richtig. Dann passt es. Jetzt muss ich da geschwind fragen, wenn ihr da so vor euch herrscht. Der Mangold. Haben ihr beim Mangold noch etwas weggekommen? Ich habe jetzt gar nicht gesehen. Ja, wir haben einfach von der Wurzel ein bisschen entfernt. Den Stamm sozusagen, oder? Genau. Den haben wir recht ein Stück weggenommen, gell? Ja. Weil er zäh ist oder weil er zu lang kocht? Oder warum? Ja, ist nicht schön. Ja, weil er zäh ist. Und jetzt bei dieser Sorte von Mangold ist ja der Stiel ziemlich breit, oder? Und dann tun wir den wirklich dritteln. Ach, einfach eigentlich kleine. Genau, drin. Das ist aber beim anderen, was jetzt eben leider nicht mehr gibt, der hat viel, viel schmälere Stil und farbige. Ja, und Farbe, der heisst, die Rand, Eintopf, eine ganz andere Farbe. Man hat es mit Safran gemacht. Ja, ja, du hast einen gelblichen Ton. Mangold auf Italienisch ist. Ja, der vergisst sich immer wieder. La Costa, La Costa. Costa di Rapa heisst es doch. Costa di Rapa? Ja. Sind ja Jimmy di Rapa oder ist ja wieder etwas anderes? Ah, jetzt bin ich richtig irritiert. Ja, jetzt ist Simon. Jetzt sind die Tiefe gewesen in der Materie. Ich mache euch extra fertig heute. Genau. Sonst wird es ein bisschen komisch. Also, ich sehe jetzt gerade, ihr tut so viel Salbei rein. Ja. Salbei, also wer Salbei gern hat, gell, also nicht sparen. Ja, weil es muss schon etwas dominieren bei diesem Eintopf. Deshalb schon. Ja, Knoblauch. Ja, auch. Genau. Sehr, also, sehr, es, ist ein schnell, es ist ein schneller Gericht. Also, wenn ich den mache, der ist innerhalb von 15 Minuten ist der parat. Ja.
zack, 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 und dann kocht er eine halbe Stunde. Ja, ich finde es ja. Das ist auch gut. Das ist ein Poolfall. Für die Leute, die nicht so gerne ewig lang in der Küche stehen, damit es nach 5 Minuten gegessen ist. Ja. Eben, da haben wir gerade ein feines, klassisches Gericht, das in dem Fall sehr schnell auch fertig ist, vor allem wenn es so weniger Leute machen. Den könnt ihr machen, ja genau. Ich habe jetzt hier von meiner letzten Reise in Italien Parmigiano. 30 Monate. Also ist ja ein bisschen rezent, hat ein bisschen Kraft. Genau. In Valtellina selber nehmen sie Taleggio, Hümmene oder wirklich Käse, die wirklich von der Region dort sind. Aber es ist alles ein bisschen mastiger, ein bisschen, ja, ein bisschen schwerer. Wir machen es ein bisschen klarer. Ja. Das klingt wirklich eher klar. Genau. Und, das klingt super. Ja, es ist wirklich ein feines Brot. Ein Beilage. Ja. Also, genau, da haben wir ja noch ein Haushaltspapier. Nein. Hast du uns etwas zeigen, Carmine? Wegen dem Brot. Ich habe ein Mohn-Rosmarin-Brot. Wow. Du darfst noch nicht probieren, Schenke, gell? Du darfst noch warten. Es ist ein ganz furchtbares Gericht. Es gibt nichts zum Probieren. Es ist alles noch roh, gell? Es ist alles noch. Aber ich glaube, wir zwei haben es noch nie so locker gehabt wie heute. Gell? Ja, ja. Wieso? Sie sind auch ein eingespieltes Team, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ja, immer. Darf ich fragen, warum raffelst du da jetzt auf Haushaltspapier? Immer. Dann kann ich es besser behalten und dann. Schüsseli. Macht es gut. Ja. Genau. Hallo, hallo. Hallo. Darf man machen? Ja. Also jetzt Mangold. Ich zerbringe immer noch den Kopf, wie. Kann ich etwas schnell nachschauen von den Zuschauern? Mami, schaust du zu? Sagst du mir. Ja, por favor, Mama, puoi mirar? Come si chiama? El mangold in spagnolo, in italiano, gracias. Por favor. Por favor. Bietola. Bietola. Sorry. Kompliment. La bietola, genau. Und weil, weißt, es ist für mich jetzt auch fast ein bisschen peinlich, weil wir haben die im Garten. Oh, ja. Wir haben dreierlei Sorten. Zum Teil eine, die rot, ganz pink-violette Stil macht. Genau. Und am Schluss, bei der Ernte, weiss man aber nie, was anfangen damit. Weil die sind so ausgiebig, es gibt immer so viel. Und dann weiss ich einmal nicht mehr, was machen. Und jetzt bin ich oben, weil ich mache immer Frittata. Zum Beispiel, oder man kann auch Wickel machen, also mit dem Blatt selber. Ja, aber dann machst du wieder den Doktor, weißt du? Wenn wir auch einen gerade, wenn wir dran sind. Genau. Ich schon. Ja, dann machen wir oben. Voilà. Super. So. Wow, das ist jetzt aber rucki-zucki gegangen. Richtig. Ich muss sagen, der Trick mit dem Haushaltspapier gefällt mir immer nicht. Ja, also wenn es Haushaltspapier wäre. Ich meine, jetzt habe ich schon ein bisschen berechnet. Ja, es tut mir schwierig leid. Ja. Aber wir wollen ja aus der Schale. Ich habe gerade Glück gehabt. Dann ist es gleich. Olio d'oliva. Jetzt ist es ja gerade am Kassieren, gell? Die einen sagen zuerst mal Pfannenheiß werden, und dann kommt das Öl hier. Wie machst du das dann? Öl drin, Pfannenheiß machen, wenn es Öl schmeckt, ist das. Also nicht Pfannenheiß machen, kann ich das.
Kannst du gerade das Öl trinken? Nennt man im Deutschen auch Französisch, Entschuldigung, eine Bräsiere oder im Deutschen eine Schmorbratpfanne, wo wirklich eine von der. Ah ja, stimmt. Ich denke, Eintöpfen und Schmorfrisch machen. Also auch wenn ihr Brot oder so würdet machen, in so einer Pfanne wird das super. So sieht es aus. He? Genau, jetzt müssen wir noch ein bisschen warten, bis es ein bisschen brutzelt, warm wird. Genau. Und dann fangen wir mal an mit dem Knoblauch. Also mit dem Probieren finde ich das schon. Alles gut. Schießt die richtig an, gell? Ja, oh, ist schon es kann nur mal. Es kann nur mal. Wenn ich durch das Bein durch die Tüte gehe, so ein bisschen noch. Das sind die Schwestern, die streiten. Ich kenne das so gut. Nein, aber einen Glühwein hast doch du uns noch vorbereitet. Das ist nur das ist ein kleiner Gin. Ich zweifach, doppelfach, vierfach. Ich nicht aus, gell? Okay. Dann kannst du es einfach so ein bisschen verteilen, weißt du? Ja. Also zwei kleine. Also, ich tue jetzt mal noch schnell die begrüßen, die zuschauen, Susanne Häfliger. Hey! Yvonne Weckerlin. Yvonne, meine Schwägerin. Und Barbara Gorodi. Ja. Hey, und dann haben wir noch eine Yvonne Diekert. Ah, die Yvonne, ja. Von ja. Ist doch cool. Also so viele Live-Zuschauer haben wir mal noch selten gehabt wie heute. Heute haben wir offenbar Zeit. Und ja, nein. Und ihr habt einfach auch Bock auf die zwei coolen Schwestern. Voilà. Wir hatten noch selten so viel Spass gehabt so, beim Filmen. Das Öl ist. Mach doch den Test, oder ist der noch? Ja, genau, mach den Test. Zeig den Test. Wei, 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 wei. Achtung, ich komme. Ja, der Test ist bestanden. Und die Barbara, geht's gut? Die sind wir noch dran, Schatzli. Oh, Emanuela ist auch am Schauen. Hey, Emanuela, hey. Hoi! Hey. Die Schnellversion. Wir müssen jetzt hier einfach zügig arbeiten. Genau, jetzt kommt bitte noch warten, bitte. Zügig, aber warten. Zügig warten. Wir müssen zügig warten. Jetzt haben wir den Schnurli drin. Genau, jetzt noch nicht den, ein bisschen. Also komm, da, schau. Ja, ich habe den Salbei runter. Ja. Dann fange ich den gerade auf. Ja. Jetzt nicht dann noch ein bisschen putzen da drinnen. Ciao, Rosa. Schön, bist du auch dabei. Schau, bist du auch dabei. Schau, bist du auch dabei. Schau, bist du jetzt können ein bisschen klein noch geschnitten werden, aber geht. Geht. Wow. 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 Also jetzt ist einfach ein weg vom Feuer, weil sie ist im von der Flamme. Warte mal schnell. Ein bisschen Öl hier tun. Ja, ich noch ein bisschen Öl. Dann kann ich Tintur wünschen, oder? Nein, gut. Mm. Und schon da schmeckt ja sensationell. Fantastisch. Also die Mischung Salbei und Knobli ist. Genau. Immer noch ein bisschen warten. Da gibt es einfach noch ein bisschen eben das ätherische Öl auf dem Salbei. Da wirkt noch ein bisschen entfalten. Und jetzt haben wir den Mango hier tun. Den tue ich jetzt auch gerade ein bisschen wenden mit dem Ganzen. Ohne Bouillon und ohne Flüssigkeit. Nein.
Gar nicht. Echt jetzt? Ja. Und das ist ein Gemüse, das hat genug Flüssigkeit und auch mit Öl. Öl. Der Salbei, der gut, der erinnert mich gerade an Salz im Wodka. Ja. Also ich koche nicht allzu viel mit Salbei, weil ich bin sehr stark. Ja. Sehr speziell, aber zu gewissen Sachen wie ich denke auch zu dem Pasta hervorragend dafür. Sorelle. Was ist der nächste Schritt? Jetzt tue ich die Herdöpfel auch noch rein und die tue ich auch jetzt gerade noch mit blanchieren. Also die sind noch nicht vorgekocht? Nein, die sind roh? Nein. Okay. Wenn das einfach das Böse mit schneiden, damit es dann auch gut werden. Ja, und schnell. Also das ist ein schneller Gericht. Jetzt ist es hier Und jetzt im Prinzip warten wir, bis das Wasser kocht. Und wenn es kocht, tun wir Salz ziehen. Ja. Erst wenn es kocht. Genau. Oder? Wieso? Was sagen die Italiener, wieso man Salz erst am Schluss rein tut? Perché impedisce la bollitura. Sobald du Salz drin hast, wird es aufkochen verlangsamt, oder? Und darum. Ja, und das, darum tut man in Italien immer ganz am Schluss erst das Salz dazu. Dann setzen wir hier den Deckel drauf, dann sparen wir Energie und dann geht es ein bisschen schneller, gell? Vaya delante! Ja, ich komme gerade. Service! Danke! Service! Juhu! Juhu! Aber sag mal, wie also wie, oder woher habt ihr die Faszination für den Beruf genommen gefunden? Oder hat es euch interessiert? Kann man nicht probieren? Also sagen wir es so, Barbara hat einfach eine Lehre gemacht und ich habe ihre Haare, wo sie in der Lehre war, auch nicht frisieren, weil sie hat ja so. Locken. Wenn ihr Barbara Haar kennt, das ist kein normales Haar, da braucht man immer einen Aufwand. Also sie kann nicht schnell etwas erreichen mit zwei, drei Haken. Wir probieren mal. Ja, 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 lass uns mit uns so. Oh, hey. Zum Prost, tschüss, sind wir da. Kantonspolizei läutet da. Nein, Scherz. Sie sollen jetzt kommen, das Mini holen. Ja, genau. Sie sind herzlich willkommen. Auch Sie sind Menschen, ganz tolle. Die einen mehr, die anderen weniger. Wie jeder Beruf und jeder Klasse. Genau. Nein, ich bin auf... zu meinem Beruf bin ich gekommen, weil... also, ich wollte zuerst Modedesignerin werden. Und dann hat eine doofe Lehrerin gemeint, ich hätte ganz schlechte Mathe-Noten. Du hast keine Zukunft, vergiss es, mach eine Anlehre, also so das Übliche. Und irgendwie eine Freundin von mir hat jetzt mal gesagt, hey, mach Coiffeuse, ich habe eine super Lehrstelle für dich, super Lehrmeisterin. Und dann bin ich im 1991, habe ich Piazza Sola kennengelernt und habe dort meine Lehre machen, erfolgreich. Habe dann noch zwei Jahre anschliessend noch geschafft
und dann sonst noch ein bisschen Erfahrung gesammelt. Und im 1997 habe ich mich entschieden, zum Visagistenausbildung zu machen, in Köln. Und habe dann wirklich gerade anschliessend beim Schweizer Fernsehen geschafft. Und dort 20 Jahre. Parallel zum Geschäft. Ja, und also im Prinzip so hast du die tolle Moderatorinnen frisiert und geschminkt. Richtig. Ja. Ja. Ich hatte zum wirklich Sternchen und ja. Ganz gute Sänger. Genau. Zum Beispiel? Nein, nicht im Ernst. Ich habe noch ein Foto, da bin ich 23. Ich habe sie ins Fernsehen eingeschmuggelt. Ja. Also, früher hat man das alles eher noch können machen, hat nicht so große Kontrolle gehabt. Dann habe ich sie einfach mitgenommen. Und, ja. Dann durfte ich wieder warten. Wartezimmer. Aha. Auf meine Schwester warten. Und dann kommt der Beni Thurm her, dann kommt der Marco Rima und ich dort wie ein Häufchen. Dann bin ich jetzt nervös. Ich muss ja gar nicht machen. Ich muss ja gar nicht machen. Ich muss immer warten, bis der Sänger gesungen hat. Dann schaue ich ihn an. Und dann kommt er schon. Und dann ist meine Schwester, als sie dann fertig war, sagt sie: Komm, er steht, er macht ein Foto mit uns. Komm. Ich bin, glaube ich, noch nie so blass gewesen. Also der AJ von Jamiroquai. Also auf jeden Fall ein von der besten Sänger und von der coolsten Performer live. Genau. Nein, ja nicht. Ich habe doch gerade vorhin noch unsere Situationsprüfung gegessen. Ich habe keine Situation. Wer hat Situationsprüfung? Ich habe Situationsglötchen. Wissen überhaupt Leute, was Situationsprüfungen sind? Nein, habe ich jetzt noch nie gehört. Nein. Zeigen unsere Situationsprüfungen und ihr könnt raten, wieso die Situationsprüfungen heißen. Das sind unsere Situationsbrötchen. Emoji? Ja, also sie sind eben mit, also es ist erst, eigentlich ist, ich bin gar nicht drauf gekommen, dass es ein Emoji könnte sein, aber es ist ein Situationsbrötchen, wo eigentlich ein Scheisshaufen darstellen sollte. Schockehaufen. Ja, ein Gackehaufen, weil in welcher Situation sind wir. Ja. Und ich habe gedacht, ich will es auf eine andere Art ausdrücken als immer nur den Stinkenfinger, weißt, den alle rumtragen. Ja. Obwohl ich ja nichts dafür kann, dass ich eine Maske tragen muss. Und ich immer so einen Finger, wo alle gefunden habe, ich drücke es etwas süßer aus süß, und mache genau. Einfach Scheisshilfe und ein Situationsbrötchen. Wortwörtlich süß. Ja, es hat einen Haufen Schoki drin. Also Schoki, genau. nicht das andere Schoki. Milchschoki. Schwarze und weiße. Ja. Weil die Weiße gibt dann eben noch ein bisschen die Süße und es macht es noch lockerer innen. Ja. Und saftiger, genau. Garmine. Du, das ist jetzt aber noch clever, wenn man da Dinsen vor dem Mund hat, dann kann man Maske drinnen haben und dann redet man einfach und man schnüffelt noch. Genau. Und man atmet noch den Glühwein rein und dann wirst du besoffen einfach vom Schnüffeln. Tolle Dämpfe. Ja, wir lieben den Dampf. Du machst eigentlich dort rein, in dem grünen Karton. Du hast vorbereitet an sich. Ja, genau. Sie hat nicht geschlafen. Das ist so witzig. Also die Pizzocke, die kommen beim Käsemarine über oder beim Pasta Pizza Daniele. Nur dort. Ja. Aber gibt es jetzt eine andere Version sonst in einem Markt? In einem also Mikro oder Go? Sonst, wenn ich die nicht habe, dann nehme ich einfach Trockenspätzle. Ja. Ganz gut. Ah. Ja, so sehr. Also, was ich mache eher mit Trockenspätzle. Trockenspätzle, jetzt hilf mir mal schnell. Ja, so Grossmutters Art. Also, die Trockenspätzle, also die, die im Säckchen sind. Aha, ja, genau. Trockenspätzle. Ja. Ja. Aber die haben auch nicht. Speziell, die sehen ja sehr eulig aus. Die haben Buchweizen. Mhm. Mhm. Und sind somit absolut. Und genau, Hartweizengläs und Buchweizen. Mhm. Die sehen so aus. Ja, es sind nämlich noch größere Klümpchen, oder? Ja, die sind ja wieder. Die Tagliatelle. Genau. So sehen sie denn aus.
wenn man es jetzt selber macht und nur mit Buchweizen machen, dann wäre es komplett glutenfrei, oder? Also, ja, genau, richtig. Also wenn mal, ja. Wenn eine Glutenintoleranz hat und mal etwas wirklich Feines machen, dann machen wir mal ein bisschen Zucker mit Buchweizen. Mit Buchweizen kann man übrigens auch sehr feine Torten machen. Kann man wirklich viel mit anfangen. Ist ein bisschen spezieller, aber ist wirklich etwas sehr Feines und auch sehr Gesundes. Okay. Einfach weil es ein bisschen weniger bekannt ist, vielleicht bei uns in der Schweiz. Aber es ist wirklich mal zum Empfehlen, zum Ausprobieren. Mhm. Genau. Asche, genau. Eben, es hat, Sie haben jetzt gerade gefragt, was da ist, da, ob das Kräuter sind, aber es ist Asche vom Stein. Vom Stein. Genau. Also auch vom Geschmack her. Also es ist nicht einfach ein Teigwaben. So ist ja. Es ist auch ein bisschen sandig. Also es ist bissfest. Mhm. Kannst du alles hier hauen? Ich für alles. Oh dir. Ja, ja, das ist ja ein gesundes Himalaya-Salz. Ja, ja, da geht schon der Steinsalz. So, und wenn das kocht? Also, für die Salzigen, gell? Also, jetzt habt ihr da gesehen, wie viel. Mach, sag jetzt nicht. Was denn? Es kommen ja noch Nudeln rein. Ja, aber wir tun noch ein bisschen Wasser rein. Und der Parmesan, wo ist der? Ist der aus dem Salz drin? Also wir werden ja kritisiert, bevor wir es... Ich würde sagen, da innen hat es ja 500 Gramm. Ich habe gerade gemacht. Ich würde sagen, die Hälfte. Ja, wir haben ja noch Herdöpfel drin. Was, da verdreifacht? Da tust du jetzt einfach so drin. Ja, ja. Verdreifacht sich etwa vom Gewicht. Also was ist cool, für die, die keine Zeit haben, oder? Es muss ein Zeug fahren. Darf ich mal einen Löffel? Wie sie meint, ich habe zu viel Salz. Nein, ist gut. Ja. No comment. Weißt du, sehr wahrscheinlich die zwei am salzigsten essen, probieren jetzt, ob es salzig ist. Perfekt. Nein. Perfekt. Ja. Weißt du, ich kenne den Salz nicht. Ja, jeder Salz hat seinen Charakter. Ja, ja. Absolut. Gut, du meinst Respekt. Also, jetzt würde ich sagen, jetzt lassen wir da pinselieren. Jetzt lassen wir den Deckel weg, oder? Nein, jetzt soll ich Deckel halb zu, oder? Halb zu. Aber wenn man jetzt ganz zu machen, wäre das Problem, dass die Stärke von der Teigware frei ist. Also die sitzt es so oder so frei. Genau. Und es wäre dann schön hoch und überkochen. Aber wenn es abziehen kann, dann kann es abziehen und überkochen. Was heißt das? Ja. Entschuldigung, was heißt das? Che pena no entenderos. Das ist jemand, der uns nicht versteht. Aus Spanien schreibt... Genoveva. Geno. Hola, Geno. Ja, sie versteht kein Deutsch. Ja. Hola. La cuenta, por favor. E dos cervezas. Genau. Lange schon. So, was ist das nächste? Jetzt warten wir eine Stunde. Dann nehmen wir auch noch mal einen Schub. Ja, und dann wirklich kurz vor Servier von Parmesan. Genau. Dann Löffel zwei noch Parmesan, dass es sich wirklich auch ihr schafft. Also rein theoretisch können wir in einer Viertelstunde Kogo essen. Mangold, Salbei. Knoblauch, Salbei. Dann Mangold. Mangold. Mit Wasser aufgefüllt. Nein, Herdöpfel drin. Mit Wasser aufgefüllt. Ja, da steht aber Herdöpfel anrösten. Nicht. Einfach drin und dann kein Wasser drauf. Und warten, bis es kocht. Festkochende, keine mehlig kochende. Ja. Dann warten, bis es kocht und dann nur noch Salz. Ja, Pfeffer. Ja. Ja.
Parmesan oder den Käse. Also es kommt immer darauf an, einfach einen Käse ja nehmen. Der Salbei dominiert. Und Salbei und Knoblauch, die sind genau. So. Also das ist der Geschmack. Also das ist ja auch. Weißt du, weil ich ja immer wieder ein bisschen Kunden dafür bedienen, ja. Gott sei Dank haben wir noch Kunden, die vorbeikommen. Darum habe ich jetzt noch einmal nachfragen. Wow. Ein Traum. Es brudelt und brudelt und brudelt. Und das saugt es nachher komplett auf. Das ist dann nachher es muss ein bisschen flüssig sein. Suppig. Ja. Also auch das Gericht könnt ihr wirklich ein paar Tage aufbewahren nachher im Kühlschrank. Wird immer besser. Das ist alles, was so ein bisschen... Auch gut sättigend. Also man hat wirklich gegessen und man fühlt sich wirklich leicht und... Du nimmst schon statt, wenn du nicht hast, genau. Spätzle. Wenn man jetzt mal eine Saison hat oder auf dem Markt kein Mango, was haben wir dort als Ersatz? Ist Spinat eine Alternative? Wirtsgemüse. Also so richtig so die... Erharte, winterharte. Wirts haben wir noch nicht. Genau. Fausen, Rutschstiel. Rutschstiel. Ja, haben wir noch nicht, ja. Okay. Also es ist sehr wandelbar, aber schon immer Salbei und Knoblauch, weil das ja da ist, wo das Ganze... Richtig. Und wie heisst das jetzt nochmal, das ganze Gericht? Pizzeria della Valtellina. Und dann, wenn du sagst, du machst Pizzeria della Valtellina... Oder Pizzocchi con Pietola. Oder Pizzöcks. Pizzöcks, sagen sie ja im Dialekt dort oben. Sagen sie ja Pizzöcks. Ja. Ja. Wir sind wirklich eine witzige Truppe heute. Ich habe noch selten so Spass gehabt beim Filmen. Irgendwie dein Ferienstart steckt ein bisschen uns an, auch wenn wir noch keine Ferien haben. Wir haben ja erst im März. Wir wohnen ja beide in Fürthalen und wir haben erst die ersten zwei Märzwochen in der Ferien. Dann, wenn es keinen Schnee mehr hat? Nein, dann gibt es erst recht Schnee. Oder? Ja, also weißt du, bei mir ist es ja so, dass Julia ja noch in der Schule ist, oder? Genau. Und ich muss halt dann Ferien nehmen, wenn Julia Schule kann. Sie wird dann noch 18 im Februar. Darf ich mal probieren? Und wir haben halt müssen das ganze Fest absagen. Und jetzt ist für sie einfach eine Überraschung. Wir gehen 3 Tage Wellness. Das ist also nichts Wahnsinniges, aber auch, dass wir 3 Tage zusammen sind. Genau. Weil nachher feiert sie mit ihren Freunden und da braucht sie dann auch keine Mami mehr. Löffel, schau mal, da neben dran. Gamine, was sagst du? Kannst du auch mal probieren? Du musst nicht schauen, du musst probieren. Gib es zu, Schenke. Nein, da habe ich, weißt, ich sehe das so gerne, wenn, so, wenn du Käse... Ich habe da Also ich sage, jeden Tag, wenn ich etwas filme beim Kochen, schade, könnt ihr es nicht schmecken. Schade, kann man es nicht schmecken. Verbrennt. Verbrennt? Sehr fein.
Oh, ein bisschen. Ich glaube, wir können da ein bisschen überschalten. Genau, dass da richtig noch kühl ist. Herrlich. Also da kann man einfach nur super Wasser trinken, gell? Ja, schon da ist schon hoch. Ja, wenn du natürlich einen super feinen Käse hast und Salbei. Ja. Also der Salz finde ich gut, Barbara. Weil nachher beim Servieren kommt noch der Käse. Und sonst kann auch der Pfeffer, kommt ja dann noch am Schluss, gell? Ja, dann kannst du aber schon mal nicht tun, oder? Pfeffer? Ja, dann hätte ich gleich. Jetzt schon? Dann ist es fertig. Du musst einfach noch ein bisschen ziehen, ein bisschen... Dann nehmen wir jetzt normalen. So. Kambodscha-Pfeffer aus Kambodscha. Roter Pfeffer. Ich habe gerne Gewürz. Ja. Man sieht es. Basta, basta. Ja, dann kannst du deine Portion. Also, Kampot-Pfeffer, genau. Wo man bei der Schanka bekommt. Und Himalaya-Salz haben wir ja noch. Ja. Gala. Deine Kamera. Wo hast du die Kamera? Da. Ich habe jetzt den Film. Hey, der Gamine, ja auch immer über den Dampf. Oder wie immer über den Dampf. Weißt du, über den Dampf kommt die Willi. Und dann kannst du malen, wie du willst. Das geht nicht. Ja, merkt ihr, ich bin völlig im Ferienstil. Ja. Ja, ich kann genau da wollen auslegen. Man spürt deine... Der Flow. Flow, wie man jetzt genau sagt. Nicht einfach, gell? Wir machen das Beste draus. Ja. Ja, ja. Ja. Soll ich jetzt mal noch schnell aufzählen, wer zuschaut? Angelika Dreher. Oh, Saluti aus Berlin. Hi. Ein Berliner. Hallo. Ich bin ein Berliner. Genau. Und der Werner Aschi. Aschi. Ah, Werner Aschi. Salut. Genau. Auf und die ganz coole Großmutter aus Spanien, die immer wieder schreibt. Hola. 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 Brindo con vosotras. Ja, nein, es ist wirklich jedes Mal eine riesen Freude zum Zuschauen, wie viele Leute das zuschauen. Gell, Schanka? Ja. Ich würde sagen, als Projekt ist das cool. Ja. Das ist das dritte Mal, wo ich erleben darf, dass ich mit der Schanka anstoßen darf. Wow. Wir kennen uns jetzt auch. Ja, noch nicht so lange, aber es ist jetzt auch sicher schon ein paar Jahre. Ja. Also, es ist selten, gell, dass ich Alkohol trinke. Ja. Ja, gell. Ja, ich rauche halt lieber eins, gell? Kannst nicht alles mitnehmen. Wie lange hat denn jetzt die Bizocks noch? Ja, also ich denke, 5 Minuten müssen wir schon noch. Ja. Weil sie sind ja ziemlich. Du, also wenn wir jetzt mal zurück zu eurem Parfümgeschäft und alles. Wenn Handy offen, wie arbeitet ihr? Wie kann man sich bei euch anmelden? Telefonisch direkt Handy. Also wir haben nicht mehr arbeiten nicht mehr 100%. Genau, wir sind fast 100% einfach im Geschäft durch Verteilung von der Tag, die wir haben. Sie arbeitet ein bisschen mehr, Barbara, oder? Ihre Kinder sind ein bisschen älter, ein bisschen selbstständiger. Ja. Ich passe mir den Kindern an, aber arbeite auch etwa 50%. Okay. Eher morgen, Samstag, Abend. Telefonisch sind wir gut erreichbar. Genau. Ja, also, ja. Also wir haben eine Festnetznummer. Festnetz und die wir und sonst halt die meisten über die Handynummer. Oder über Facebook. Oder über alle Kanäle, die wir jetzt... Genau. Das tun wir ja dann noch posten, eure Webpage oder Facebook. Wenn ich jetzt komme und sage, ich hätte gerne Farbschnitte, wie sieht das aus? Kommen da bei eurer Kopfmassage über? Momentan. Wie ist jetzt das? Wer erwartet mich? Also wir machen die meisten Kopfmassagen. Da weiss ich, da kann ich bestätigen. Unterstreichen. Und momentan machen wir sie aber nicht. Wegen Kundenkontakt, dass wir einfach... Wir sind ja schon ziemlich nahe jetzt durch das ganze traurige Situation. Und da haben wir gedacht, jetzt Massage können wir jetzt wirklich wegfallen lassen. Weil es ist wir müssen einfach
aber dann respektieren die Distanz. Und momentan bitte mal keine Kopfmassage. Und wenn wir es wieder anbieten würden, am Schluss, wenn wir fertig geschnitten haben, vor dem Haarföhn, diesen Abschluss. Ah, schön. Ja. Kann man bei euch jetzt auch Make-up machen? Ja, so. Ich bin Barbara spezialisiert. Okay. Und sie kann euch etwas erzählen. Genau. Ich habe es auch gelernt, aber ich habe es nicht so praktiziert wie Barbara. Und dann lasse ich da die Stärke in meiner Schwester. Also, eben, ich habe in 97 Jahren die Ausbildung gemacht als Visagistin, dann auch in Köln, genau. Doch, sagt meine Kamerafrau. Das Stimme, das Ding und dann... Genau, ja, nein, so. Immer Mühe. Genau, ich habe von Anfang an immer Hochzeiten gemacht, auch schon in der Lehrzeit. Habe ich mich sozusagen spezialisiert und bin halt immer fasziniert bis heute schon. Es ist einfach meine Leidenschaft, die Brüder zu begleiten, ob es jetzt in einem Hotel ist, daheim oder egal wo. Also du gehst auch zu jemandem heim? Ich gehe heim, ja. Okay. Heim, dann ins Hotel, jetzt muss ich probieren. Dann stattfinden. Das ist ein Mega-Service. Genau. Das Schöne ist, was man auch extrem schätzt, ist eben Schminken und das Frisieren zusammen. Das heisst, es ist eins. Ja. Und nicht nur zu der Kosmetikerin rennen oder ja, aber dass man jüngste Termine noch vorher hat. Und von dem her schätze ich das Brüt extrem. Okay, das tönt super. Das leider tönt super. Ist letztes Jahr sehr, sehr, sehr viel Hochzeit des Wasser gehabt. Ich konnte noch einzeln dürfen können machen. Und das hat sich jetzt alles verschoben auf dieses Jahr. Mhm. Und jetzt ja, schauen wir mal. Garmin hat sich jetzt gerade die Zunge verbrennt. Genau. Nur leicht ist auch schon schlimmer gewesen. Genau. Ja, mega. Gell? Mega. Ja. Das kommt richtig gut. Und, die Zucker können wir mal probieren, weil wenn die da sind, sind die Herde. Willst du probieren? Endlich dürft sie. Endlich. Es ist das Volk gesagt, es ist schwer, einen Frosch ins Wasser zu zwingen. Ja. Also. Aber sage ich bisher ein Käse bzw. Parmesan-Fan. Ja, mir auch. Freue mich, und ich freue mich, wenn du da nochmal richtig Parmesan drüber kommt. Und super gesund, gell? Sehr, sehr. Der Parmesan, ja. Auch ein Kalzium halt. Mhm. Also nein, wir Italiener, wenn also ich habe meine Kinder schon bevor sie eins waren, habe ich Brühe. Genau, also Minestrina. Pastina mit Bouillon und einfach Parmesan. Ja. Es ist einfach sehr fein. Und heute noch? Oder? Und sie ist laktosefrei, da muss man vielleicht auch noch sagen. Ganz, ganz wichtig, yeah. Sie ist laktosefrei. Ja. Parmesan. Ja. Jetzt noch mit. Da haben wir eine, die genüsst wie ein Maienkäfer. Das ist mega fein. Wie findest du jetzt die Bizocke? Sind sie noch ein bisschen bissfest? Also vom Virus können wir es jetzt gut machen, also fertig machen. Genau. Ja. Aber ich habe es jetzt noch nie gegessen, der kann es weiter probieren. Ja. Sie ist im Fall sehr gut, ich probiere es gerne nochmal. Also ich, wenn ich weiss, morgen gibt es Vietola Mangold, dann mache ich es am Vortag. Genau. Ah, ja. Das ist einfach so. Dann mache ich da alles. Dann, wenn alles dann drin ist, dann lasse ich es eben nur ziehen. Es ist ja dann heiss sowieso. Ja. Dann tue ich es nicht einfach köcheln, eine Stunde. Weil da durch das Bad, wo sie bekommen, die ganze Nacht, ja, es ist ja das, weil ich ja eh auf. Dann tue ich es einfach am nächsten Tag einfach wie aufkochen, eine halbe Stunde und. Tipptopp. Ja. Und wenn es ganz schnell mal geht, nehmen wir da den Mangold und tun das ein bisschen durch den Mixer, aber fein. Grob einfach. Grob. Ja. Durch den Mixer. Aber also wirklich. Weißt, das wie so geschnetzelt. Also ganz, ganz fein. Wie schon fast eine cremige Suppe. Oder so meinst du das? Ja, genau. Meinst du, dass es ein bisschen cremig wird? Cremig, ja, aber also ich muss ehrlich gesagt, meine Kinder, wenn sie zu viel Grün sehen, dann drücken sie durch. Das ist normal. Ich habe da angefangen, ich muss jetzt da wieder mal essen, weil das ist so fein. Mhm. Dann habe ich da genommen und alles durchgemixt. Mit dem Stabmixer? Alles, wirklich klein. Also jetzt? Nein, ich habe keine Papa gemacht, also keine Brühe, sondern nur den Mangold. Aha, ganz klein, dass sie das Gemüsegefühl haben. Was ist da? Einfach durch und ist super.
immerhin bin ich glücklich gewesen und durfte da essen. Und die Kinder haben es dann geliebt. Wahnsinn, hey, wir jetzt, wenn sie grösser sind, jetzt darf man auch das Stück sehen. Ich weiß nicht, wie alles, genau. Seht das schön. Okay. Moment. Ja. Jetzt kommt Il Capo. So, jetzt geht es noch schön los. So. Mm. Das ist es. So. Ja. Ich weiß. Genau. Gruß aus der Küche. Grüß, ja. Gruß aus der Küche. Ja, genau. Gruß aus der Küche. Buon provecho, Spanisch. Buono, com'è? Mach sie fertig. So, jetzt wird angerichtet, he? Braucht man einen Löffel und eine Gabel oder? Braucht es gar nicht, gell? Jetzt einfach den Parmesan drüber. Genau. Die einen mehr, die einen weniger, gell? Ja, von mehr wie weniger. Et voilà. So. Tutti pronti? Genau. Ja. Tutti a tavola. Tutti a tavola. Es hat so lange Zeit, genau. Gell? Wie sieht der Stadthausgas? Wie viel ist der Stadthausgas? Wie viel ist das? Das ist jetzt fertig. Wow. Ready. Also, ich komme. Hey, schön, dass ihr hier da war. Es hat mich sehr gefreut, dass ich The Sisters Hair and Make-up bei mir hatte, von der Kungas. Schöner hätte ich nicht mehr in die Ferien können einrufen, hier hinklingen. Carmine, ich bedanke mich auch bei dir. Ja, auf gute Nachbarschaft finde ich richtig toll, wie wir es haben und wenn ihr da seid. Danke. Ich übergebe euch zu meinen Kunden. Sag einfach nur schnell Schaffhausen. Tschüss. Schöne Ferien. Danke. Tschüss. Ciao.